Und dann geht's ins zweite Spiel. Das zweite Spiel ist ebenfalls für euch interaktiv. Ihr müsstet jetzt da, wo der Sound Alert ist, wahrscheinlich so tendenziell bei euch am ehesten so hier neben irgendwo. Da müsste gleich King of the Castle oder King Castle? King of the Castle. King of the Castle erscheinen. Und da kann man wohl mitraten. Ihr müsst jetzt so ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Ich habe das Spiel, wie gesagt, ich habe mich da kaum spoilern lassen. Ich habe so das Grundprinzip, habe ich mir in so einem Tutorial-Video reingezogen, so nur worum es geht, so ein Trailer-Ding eher. Das sieht sehr gut. Rein in den Olgerich. Team 17. So. Also das ist jetzt für euch auch sehr relevant. Also ihr könnt mitentscheiden, wo genau das hinführt. Wie gesagt, ich habe einen Trailer gesehen, ich habe ein kleines Vorstellungsvideo gesehen. Ihr seht ihr nichts. Gehe ich dann mal am besten hin hier. So, wir können sogar eine New Dynasty gründen. Ich habe mal die Customization schon vorweggenommen. Also es scheint irgendwie so zu sein, dass das hier ist unser Charakter. Ich habe den mal so ein bisschen auf Kanalfarben angepasst. Dann wird dieser Charakter von verschiedenen Begleitern begleitet und die repräsentieren, soweit ich das verstanden habe, verschiedene Häuser, die ihr wiederum repräsentiert. Das heißt, so wie ich das verstehe, könnt ihr euch ein Haus nachher aussuchen und dann müsst ihr quasi mit dem Stimmen jeweils für die Entscheidung, beziehungsweise die Häuser haben Ideen und zwischen den Ideen könnt ihr entscheiden. Diese Sticker-Party. Sticker-Party ist tatsächlich... Ich hätte es viel weniger als 1000 Bits machen sollen. Also wirklich, es geht nicht weniger als 1000. Es tut mir wirklich leid. Das ist einfach alle Sticker, die ich da neu reingepflegt habe. Die sind für jeden und kostenlos. Dann wird Mucke von der App wird dann gepumpt. Ist jetzt nichts von mir, die Musik. Wäre natürlich geiler, aber ist halt GEMA-Thematik so. Dann am Ende des Tages sind da 2 Minuten, da läuft die Mucke und dann könnt ihr alle möglichen Sticker in der Zeit slappen, wie ihr Bock habt. So, darum geht's. Es ist ein Teil von diesem Feature. Und ansonsten könnt ihr auch immer ganz normal die Sticker unterm Stream müsstet ihr jetzt eine Box haben. Da sind Sticker, da sind welche für 0 Bits, da sind welche für wenig Bits bei und so weiter. Die könnt ihr dann auch jederzeit, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich ist nur so Testlauf, wenn das zu überhand nimmt und es zu viele werden, dann werde ich es wieder rausmachen, schlicht und ergreifend, weil die bleiben halt auch ein bisschen da kleben und über den Stream verteilt kann das halt so. Bei einem Dodo zum Beispiel kann es schnell nerven. So viel dazu. Wir müssen eine neue Dynastie gründen. Ich gehe schon mal auf neue Dynastie. Ich denke mal, das wird noch da. So, nämlich. Dynastie-Name. Wir brauchen was mit Couch. Gebt mir mal so einen britischen Landesnamen. Also so. Count, genau, wie Countschinken. Sowas in der Richtung. So, stellt euch vor, guckt eine Folge Vikings oder Last Kingdom. Und einer sagt sowas wie Essex. Couch-Sex geht leider nicht. Also wie sind denn die Aussprachen der altenglischen Namen noch so? Ich habe die alle mal gehabt durch Dings. Pack mir was Schönes ein. Micha auch die Wundertüte gezündet. Micha, sei auch mal so lieb, schreib mich nochmal an. Saskia kriegt nämlich auch noch eine. Ich denke mal, wir werden das am Ting machen, oder? Oder wollt ihr die zugeschickt haben? Couch Wealth finde ich gut. Couch Wealth. Couch 6. Couch Wealth. Shire O'Dodo finde ich auch gut. Shire finde ich. Oh, gute. Couch Thunder! Den Shire finde ich tatsächlich. Der Shire holt mich auch gerade sehr. Dann haben wir es so ein bisschen mehr in die Richtung. Ja. Couch 12, Shire Dodo. Ich finde den Shire gut, weil man muss auch dazu sagen, ich bin auch einfach ein Fan vom Shire generell. Kann man, glaube ich, sich denken. Was? Es geht nicht. Kann ich denn irgendwie anderes Symbol? Shire O'Dodo. So würde es gehen. Einen wundervollen, geilen Abend. Du schöner Mensch. Julia ist direkt vom Stuhl gefallen, weil du hier in den Stream reinschlitterst. Du haust mich aber von mir. Hallöchen. Du hast übrigens das erste Game haben wir gerade beendet. Wir waren gerade am Goosey gegessen und haben die Keys dafür rausgehauen. Und ich muss sagen, ey, für zwischendrin auf jeden Fall
Absolut, absolut geil. Der Name von mir. Boah. Zadodolot? Nehmen wir Zadodolot? Aufs Shire Ododo? Ja, ne? Wir könnten wahlweise auch wieder Oettinger nehmen. Wir nehmen Oettinger. Sir Oettinger. Sir. Ehrlich, ich finde Zadodolot total witzig. Was meint ihr? Dodolot? Oettingend. Oettingend finde ich auch gut. Dodolot. Dodolot hat mich geholt. Ja, wir nehmen es jetzt. Dodolot. So. Dodolot. So. Ihr müsst, ne, bisschen genau wie ich, Hirnschmalz activaten. Ich habe actually keine Ahnung, was hier gleich abgeht. Den Sound werde ich gleich wieder runter. Wir machen gleich unsere Mucke rein. Wobei, wir gucken mal. Weil wenn irgendwie Vertonung stattfindet, bin ich immer großer Fan von guter Vertonung. Begin. Play on Twitch. Party Game. Übrigens, das, da habe ich leider keine Keys für, aber das kann man auch als Party Game spielen, wenn man dann, das finde ich eigentlich auch ganz geil. Wir brauchen mehr Bass. Bass erlebt ja wieder. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Ab mit dem Kopf! Ich darf jetzt raus. Wir werden keine funktionierende Dynastie gründen können. Wir werden alles töten. Wobei. So. Jetzt müsst ihr mir sagen. Tutorial, okay. So, drei Regionen muss ich jetzt auswählen. Wir nehmen auf jeden Fall den Mond. Wir nehmen auf jeden Fall den Mond. Und jetzt könnt ihr mal so ein bisschen... Schreibt mir mal Farben rein, wo ihr Bock drauf hättet. Schreibt mir mal einfach Farben reinballern. Ich hab Bock auf Gelb und auf Grün. Wir haben jetzt Grün, wir haben Grün, Grün, Grün. Green ist auch am Start. Grün ist mir auch noch für Grün. Dann haben wir Gelb noch. Wir haben Gelb, Rot haben wir gleich so viel wie Gelb, Grün. Grün nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Grün ist drin. So, jetzt nennt mir bitte, alle, die jetzt Grün geschrieben haben, bitte noch Alternativen zu Grün bitte jetzt reinhauen. Gelb. Gelb, Blau, Rot wie Gryffindor, so Red, Rot, Gelb, Rot. Irgendwelche Barone, die interessieren mich nicht. Irgendwelche ehrhaften Krieger, die sind mir auch scheißegal. Das ist wirklich Gelb. Ach so, das geht um die Dings oben, ne? Wobei Rot ist, glaube ich, die wir gerade gesehen haben, die mit dem... Ich glaube, es wird rot, steht ne? Halt unten drunter. So ja, das, die Charaktere, die ich gerade am Anfang gezeigt habe, die habe ich designt quasi für die verschiedenen Dings. Aber sehen wir gleich. Weiß ich nicht. Nehmen wir rot. Nehmen wir rot, lila und grün. Let's go. So. Join the game. Rot wie Gryffindor. Das glaube ich ja. So. Ihr seht die Anleitung auf dem Bildschirm. Das ist, wie ihr eurem Haus der Wahl joinen könnt, wenn ich das richtig verstehe. Sophia ist schon drin, Smin so. Ist schon am Start. Ach, okay, du kannst sogar dein Pronom hintermachen. So, joint rein. Aber stopp. Was denn? Wie sag ich denn, wo ich joinen will? Kann auch sein, dass er einfach auffüllt. Ich will doch kein Rotwein. Das kann sein, dass er einfach auffüllt. Das weiß ich nicht. Konntet ihr das auswählen? Nein. Ausrufezeichen Join Red. Ah, okay. Man kann. Ja gut, macht ja Sinn, sonst ist die Verteilung ja gar nicht gegeben. Also lurk, mein Hübsch. Ich wünsche dir einen guten Dusch. Rutsch dir nicht aus in der Dusche. Bleib standhaft. Komm. Wasch dich auch unter den Achseln und zwischen den Zehen und so. Ja? Am Sack auch, bitte. Gründlich. Ja, genau. Ist wichtig. So, wir haben jetzt aktuell haben wir drin 8 Leute. Komm, 9. Person noch. 9. Person. Joint rein. Für die es nicht wissen, neben den Sound Alerts oben könnt ihr, ihr müsst dem quasi dem Feld die Berechtigung geben, dass es funktionieren soll. Und dann könnt ihr reindonnern. Reine Lurk, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Mel ist unser Anführer. Ja, genau, also ich bin der Dude hier, aber tendenziell habe ich wenig zu sagen. Ich habe mal ein Veto einzulegen, wenn wirklich alles in die Grützen gehen sollte und ich das Gefühl habe, dass alles in die Grützen gehen sollte. Ich finde es übrigens geil, dass wir gerade eben schon 9 Leute sind, ne? Das ist kein angekündigter Community-Stream und ihr seid jetzt schon so am Start. Ich bin ein großer Fan von, ne?
Ich habe wieder Strom und Ton. Ja, Saskia, dann mach mit. Ja, los. Perfekt. Join. Anzlik ist jetzt auch dabei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. 3-3-3. Sehr gut. Wir sind jetzt... Ja, es füllt sich. Ist das geil. Joint alle rein. Und jetzt aktuell sind wir schon 10 Leute. Ist das fresh, Alter. Don, oh, geil. Oh, Don, das ist Macher, Alter. Don. Einen wundervollen Abend. Grüß dich. Ey, Don, du hast ja schön einen abkassiert heute. Schön vom Chief, ne? Hab ich gesehen. Hier noch einen hier in Team Rot, bitte. Ja, genau, bitte. Genau. Ja! Ricky! Oh, Mashallah, Alter, wir sind 12 Leute. Ey, wir sind gerade auf 22 Zuschauer gedammt. Das ist wirklich hoch. Das ist sehr insane. Leute, es gilt für jeden hier. Joint hier rein. Ihr könnt gleich entscheiden, wie wir unser Königreich führen. Und das Beste ist, wenn wir unser Königreich richtig geil führen, dann werden noch Steam Keys für euch rausgehauen, weil Ausrufezeichen Loot bringt euch auch was, weil danach hauen wir random Steam Keys raus. Also ihr könnt jetzt entscheiden, wie sich das Königreich entwickelt und danach noch gewinnen. Ist es geil oder fresh? Das ist fresh und geil, oder? Rico, so ganz genau wissen wir das ja alle noch nicht, aber es hieß ja vorher irgendwie... Hier Barons-Dingsies sind irgendwelche Rural sowieso, irgendwelche Gutsherren oder so. Und die anderen sind irgendwelche Seemenschen. Ihr habt übrigens alle eigene Charaktere, die randomized sind, ne? Ihr habt... die musst du uns jetzt aber auch noch zeigen. So, wir gehen mal, genau, ihr könnt alle noch joinen, knallt Ausrufezeichen Loot rein fürs Giveaway danach. Wer nicht weiß, wie man joint, ist es safe jemand hier, der kurz das erklären kann, weil ich es aus der Perspektive von euch nicht sehen kann. Ich gehe jetzt einmal kurz von oben nach unten durch, wie ihr so alle ausseht. Ihr könnt jederzeit noch rein. Let's go, hier ist was los. Ja, du kannst gerne auch noch. Join rein. Du kannst zwar nicht das Haus auswählen, für welches du abstimmen möchtest, aber jetzt ihr werdet das Parlament der Couch. So, wir haben mal Janky. Janky hier oben. Nobelmann mit langem grauen Haar. Rico mit vollem Bart und leichtem Rotstich. Ihr habt übrigens auch Gold. Ich sehe gerade, ihr habt auch Gold. Das heißt, das wird auch noch relevant. Okay. Ah, sehr schön hier auch. Ey, hat ein bisschen was von, wie heißt er? Von Star Wars? Wie heißt er? Adam Driver. Ach so. Smin hier auch. Smin auch. Die freche Locke am Start. Geil, hier unten ist noch jemand reingejoint. Finde ich sehr stark. Ihr könnt übrigens, falls ihr darauf Wert legen solltet, wenn ihr Ausrufezeichen join und dann entweder she, he oder they angebt, dann könnt ihr auch euer Geschlecht dementsprechend anpassen. Genau. Also es ist hier tatsächlich... Dann würde sich wahrscheinlich auch euer Charakter anpassen. Das ist tatsächlich ein guter Take. So, Julia hier. Julia mit Halstattoo in Rot. Oder ist das ein Halstuch? Ich weiß es nicht. Nee, es könnte auch bei den Vampiren auch so eine Art Bissfunde sein, ja. Oder wahrscheinlich ist es einfach so das Battle von ihrem Cape. Ach nee, das ist weiter unten. Er ist weiter unten. Slicks hier, guck. Der Charakter, ne? Der sieht genauso aus... Wie jemand, der die ganze Zeit hier gewinnt. Das sehe ich. Das ist ein Taktiker, Leute. Schnitzel hier. Ja, der sieht auch quasi genauso aus wie Lars. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Schnitzel hier auch. Auch ist mit stabilem Bart an den Start gegangen. Don hier, maskiert, aber auch gut frisiert, wenn ich das so sagen darf. Ey, heftig. Lord Patrician, wie bitte? Haben wir eigentlich alle unterschiedliche Rollen? Noble Patrician? Look... Warte, Anzig. Noble Patrician, Lord Patrician, Lady. Noble ist they und them wahrscheinlich, ne? Ah, gut gelöst. Das kann sein. Count? Die haben einfach, das war Count Dooku. Mega geil. Ich vertraue dem auch nicht, aber... Mensch, das ist halt irre. Ey, alles gut. Macht ja nichts. Was bin ich für eine Rolle? Du bist... Baroness Smin. Aha. Time Lord Puddingbrumsel. So, ich würde sagen, wir können rein, oder? Ey, wir sind sau viele, das ist mega geil. Ich habe gerade richtig Spaß. Was haben wir denn hier? Jackie, ich sehe noch jemanden, der joinen möchte. Wir haben schon reingestartet. Wir gucken uns das jetzt einmal kurz gemeinsam an. Ich sag euch, wie es ist. Ich muss mich hier ein bisschen kleiner machen, aber ich bin ja auch hier gerade eben ein bisschen irrelevant. So, guckt euch das mal eben hier einmal an. Ich bin aufgeregt. So, wir lesen einmal für uns. Und wenn es Fragen gibt,
dann stell dich Spin. Ach das. Weil ich sag's so, wie es ist schlicht und ergreifend auch einfach viel. Mhm, okay. Okay, also und überfehlt ist alles ein bisschen klein. Also ich versuche das mal irgendwie für mich zusammenzufassen und ihr hört einfach zu. Also wenn ich habe Jackie im Team. Okay, wir müssen quasi das geilste Königreich werden, was hier existiert. Wir haben alle drei Aufgaben. Diese drei Aufgaben müssen gelöst werden, damit man das Spiel gewinnt. Wenn ich das richtig korrigiere, ich habe irgendwie jetzt den Eindruck gewonnen, dass es da oben für dich darum geht. Du musst ein bisschen uns im Auge behalten, dass wir nicht gegen dich rebellieren. Und unten steht dann quasi, wir haben alle hier die three stages. Von unserem Ziel, das wir verfolgen, und müssen dann so voten, dass du keine Chance hast. Okay, okay. Also wir müssen quasi unseren Defiance-Stat alle hochbekommen, damit wir gegen dich rebellieren können. Also ich sehe, es ist eure Absicht, gegen mich zu rebellieren. Ich merke das jetzt schon. Okay. Okay. Schiebung! Ich merke schon. Okay, wir starten einfach rein. Wir gucken uns das an. Events. Das ist übrigens... Laut Entwicklern gibt es 920 verschiedene Events, die hier getriggert werden können in dem Spiel. Was es tatsächlich zu einem Spiel macht, wenn es gut ist, was einen massiven Wiederspielwert hat, ne? Gegen dich rebellieren bekommen wir nicht, ich verstehe schon. Erstmal eine interne Mafia aufbauen. Ich sehe, ihr sind Machtverwebungen im Spiel. So, was muss ich tun? Click on one to get started. Okay, the path to victory. Council Introduction hört sich erstmal nach. Okay. Okay. Was heißt Spouse? Kurze Frage an der Stelle. Ein Partner. Also, du musst einen Erben finden. Ah. Und quasi their ambition vervollständigen, damit ihr zusammen das Spiel gewinnt. Und dabei ist es nützlich, dass du irgendwie einen Partner hast. Ach du Scheiße. Okay, bevor ihr eure Ziele erreicht habt oder ihr rebelliert habt, muss ich quasi gewinnen. Kommt da schon rein. Ich denke auch. Ich denke, wir machen das. Kingdom Stats, okay. Okay, die sind am Anfang genullt. Nee. Sobald die auf Null sind. Oder wenn die auf Null sind, wenn du eine neue Season startest, dann ist das Spiel vorbei. Ah, okay. Also ich muss vor der neuen Saison, muss ich immer ein bisschen Cash auf der Tasche haben. Okay, verstehe ich. Das ist quasi wieder so eine Art Wahl wahrscheinlich. Okay. Ich bin echt gespannt, auch wie viel ihr mitwählen könnt. Wie gesagt, nicht viel. Okay, also das sollten wir als wie auch immer man uns nennt, nur machen, wenn wir genug Militär zur Verfügung haben. Heißt aber tatsächlich gerade, dadurch, dass wir drei Häuser haben, ihr spielt jetzt auch untereinander gegeneinander, ne? Den Eindruck habe ich jetzt auch bekommen. Also ich glaube nicht, dass wir aktiv gegeneinander spielen, aber dass die Entscheidungen dafür sorgen. Sinn ergeben würde, da schon irgendwie drauf zu achten, wer die Nase vorne hat. Okay, krass, nieder mit den Grünen. Nobilist, you can screw through full of Nobilist and the healthware, okay. So. Jackie. No problem. Jackie ist in Rot, oder? Ja. Ja, klar, dass Jackie in Rot ist. So. Okay, aktuell sieht so aus, als wär's gut, du wärst links unten. Unten links, okay, das ändern wir sofort. Packen uns mal dahin und dann packe ich mich mal so groß. Na, das ist schon gut.
Ich schreibe einfach no, no. Jetzt muss ich euch besiegen, das sehe ich richtig, ne? Ich habe gedacht, das wird ein nettes Zusammenzocken und jetzt habe ich hier Schweiß am Rücken. Scheiße, ey. Scheiße. Oh, wie will ich, Peacekeeper, a Saint, Conqueror, a greatest king who ever lived, auf jeden Fall, ist voll mein Ding. A type who likes to build lots. Du bist aber nicht sehr autoritär. Der größte, den es jemals gab. Ich komm übers Herz, komm ich. So. Aber dahinter stand ja, auf welcher Ding du dich dann spezialisierst. Jetzt hast du dich für Autorität entschieden. Dann bin ich Autorität. Durch und durch. Ihr kennt mich. I'm gonna fuck you. Gemein. Jetzt wird ja aus den eigenen Reihen gelacht. Wir haben doch gar nicht angefangen. Emotional damage. Ach Leute. Tretet mich noch, wenn ich am Boden lege. So, was heißt hire? Erbe. Ah. Er. Spricht man das? Er? Er. Ist kurz. So. Ja. Muss ich die jetzt einfach durchklicken? Council Introduction. Machen wir doch mal. So. Okay, jetzt kann ich mich nur zu... An einen von euch vorstellen, ist das richtig, ne? Ja. Ah, oh, ey. Würde ich mir gut überlegen. Ja, es ist ja wirklich schon, ich sitze ja jetzt schon hier unter Druck. Ja, wir gehen in die Küste. Wir gehen einfach in die Küste. Aha. So, es geht nacheinander einfach. Also ich hätte gar nicht so einen Hehl draus machen müssen und jetzt bin ich einfach nur gemein gewesen. Ist das richtig? Ja, also wir merken uns das. Scheiße. Ja, kacke! Gut, die sind schwach. Es ist so geil, wir haben jetzt schon... Wir wollten als Community zusammenschweißen und jetzt passiert hier sowas. Oh, guck mal hier, ey. Einfach Vorsprecher Rico. Es übrigens habe ich auch gelesen, irgendwie gibt es einen Grund, wie dann, also wie, eine Möglichkeit, wie die Charaktere von den Einzelnen öfter erscheinen. Ich habe es aber vergessen, wie. Also irgendwas muss man dafür machen, aber ich lasse euch nichts dafür machen. Das passiert einfach. Okay. Okay, okay. Also wir streiten jetzt alle untereinander. Ja, das ist euer Ding jetzt. Cool. We give you the auras now. Corona. Warte mal. Autoritär, ne? The Nobles are always plotting to... Ja, ich merke das schon. Ich sehe doch den Chat. Das ist alle reiben wie sich so kleine, fiese Fliegen in ihre Hände. In der Tat. Of course. Da kommen die Nobles rein. Choose. Choices and stats. Ensures will be changed stats. Some of the... Okay, die Entscheidung, die ich treffe, werden meine Stats oben über mir variieren, die ich nicht auf 0 haben darf. Sehe ich richtig, ne? Wo sehe ich denn Faith, Alter? These indicators and they do not show the region effect. Okay, das zeigen die einfach nicht, oder was? Was? Also hier oben haben wir die drei Stats. Autorität, Stabilität und okay. Kohle. Und manche werden nicht gezeigt, die passieren im Hintergrund. Sehe ich richtig? Verstehe ich richtig, oder? Ach du Scheiße, ey. Hidden Stats, ne, liebe ich ja, ne? Dark Souls, ich gucke in deine Richtung. Das Ding ist wieder gemetzelt. Ich sehe das schon. Es kommen so drei verschiedene Farben einfach zum Ting. Das ist so, ihr macht da wirklich so ein Wikinger-Treffen raus. Und alle sind so in ihre Häuserfarben eingekleidet.
Voting, okay. Voting ist wahrscheinlich auch euer Ding, diese ABCD-Geschichte, das werdet ihr wahrscheinlich über den Stream dann machen können. Ja. Laws of the Land. Ich kann die Regeln machen, indem ich manche Dinge ändere. Okay, okay. Veto. Okay, ich habe Veto, kann ich auch einfach, wenn ich was gar nicht haben will, kann ich ein Veto einsetzen. Okay. Voting in the vote opens. No. War bei einer. Ja, ja, bei einer, bei einer. Bei einer einzigen. Vote immer B, trust. Rush B! And nobody's voting using the comment. Ausrufezeichen vote, followed by the choice letter. Okay, Ausrufezeichen vote und dann der Buchstabe, den ihr haben wollt. Sehr gut. Was passiert? Der Nightbot gerade eben. Stop spamming symbols. Okay, war ein bisschen schwachsinnig. Ja, ich hab das ja... Ist er wieder da? Schief leben sie? Wurde nur die Nachricht gelöscht. Achso, nur die Nachricht gelöscht. Okay, okay. Okay, wir haben Timer laufen. Das heißt, es kann nicht so, so Ewigkeiten gewotet werden. So. Was ist das Coronation? Deine Krönung. Okay, welche Art von Krönung soll der König erhalten? Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das erste Mal zu voten. So, ach du Scheiße, Leute. Okay, ey, Parade mit Jonglieren, ne? Wäre eine Möglichkeit. Okay, Blutbad ist eine Option. Wir sollen in den See geschmissen werden, also in den River, in den Fluss. Okay, und wir sollen von Kriegern auf einem Schild durch die Dings. Den Gallier. So. Ich muss auf Start Vote gehen, glaube ich, dafür, ne? Das sagst du jetzt. Ja, ich wollte sagen, dass ihr das vorher noch lesen sollt. Oder euch nur die Möglichkeit geben, weil sonst habt ihr 30 Sekunden Zeit dafür. So, jetzt, let's go, rein in den Vote. The fuck, Alter, das erste, was passiert ist, ist. So, guck mal, da sind Leute. Die mich nicht Endstufe scheiße finden. Oder die einfach nur mein Geld wollen. Wollt ihr mein Geld? Ja, lass ihn einfach mal so laufen. Veto lege ich mal hier gar nicht ein. Bin da optimistisch. Oh, Haus Grün und Rot sind sich relativ einig. Continue. Gewonnen hat. Ey! Eine Weinfontäne, Leute! Ihr habt mir die Weinfontäne gegönnt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Leute. Ja, du trinkst gar keinen Wein. Ja, es gibt eine Weinfontäne für euch. Ihr habt da auch Bock zu saufen, ne? Sophia ist nur wegen dem Wein da. Geil, Weinfontäne, count me in. So, wir haben dafür, haben wir aber Stability gewonnen. Wir haben Kohle aber verloren, weil es hat 1000 Gulden gekostet. So, okay, das ist die neuen Stats. Werden hier unten angezeigt, eins hoch und dann und so weiter. Okay, verstehe ich. Fun Fact übrigens hierzu. Ich habe eine Entscheidung geguckt bei einem Tutorial-Video, also bei so einem Let's Play, und da bin ich bis zu der Entscheidung gegangen. Das war die einzige, die ich gesehen habe, von allen 920. Also hier von 1000 runter, einen bei Stability hoch. So, ich glaube beim Wechsel auf PC quasi rausgeflogen. Versuch mal, kannst du nochmal joinen? Geht das jederzeit? Stand doch vorhin da, dass man jederzeit irgendwie während des Spiels auch beitreten kann. Dann versuch mal nochmal zu joinen. Ich weiß noch nicht, ob man dann nochmal im gleichen Team ist. Now you've played all events. Sieht man oben im Chat, im Streamfenster, welches Haus man hat. Da ist dann so ein viereckiges Symbol. Jetzt nach oben links. Okay, okay. So, das wären alle gewesen. End Season, okay. Vogel. Okay, ihr könnt jetzt wählen, was ich jetzt nicht sehe. Sehe ich das richtig? Made up to 3 stages, specific stats required. Okay. Passing all 3 saving stages, place a region. Okay. Ach so. Okay. Meine Stats sind quasi eure Vorgaben und ihr müsst es schaffen, dass die Stats dahin kommen, oder was? Ihr müsst mir das ein bisschen von eurer Sicht erklären, weil manche Sache... Weiß ich jetzt noch gar nicht. Kannst du nochmal zurück? Du warst so... Nee.
Die Todesschnitzel 64 Dynastie. Okay, du machst du weiter? Ja, ich mach weiter. Okay, wir tragen die Krone. Jetzt habt ihr Zeit zu voten, ne? Das bin ich jetzt. Ja. Es sind nur die Lilanen, die jetzt voten können. Ich hab keine Ahnung, was wir hier machen. James should become a person. Teste jetzt einfach mal, ob ich da auch mitvoten kann, auch wenn ich lila bin. Mhm. Steht oben. Also oben steht immer was quasi. Bis die Frage ist. Ah, okay. Open to concept is only. Bei mir ist das sponsored drüber, deswegen. Okay. New Leader kann voten. Okay. Also wir lernen ja noch. Das ist ein Lernprozess. Hier oben steht immer das, was zu tun. Also was, die Frage dazu und hier sind die Antworten. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Ich glaube, du musst auf Continue einfach drücken. Du musst mir Übersetzer daneben packen. Ich kann ja gar nichts verstehen. Ja, deswegen muss da so ein bisschen, ich versuche so weit es geht bei mir und ansonsten muss es mir an der Stelle halt übernehmen. Ach so, ja, ich kann. Ja, das wäre glaube ich, ganz hilfreich. Zumindest die Frage oben einmal irgendwie, das, wenn du da Bock drauf hast, du musst nicht. Mhm. Für die Sorcerer-Geschichte oben habt ihr euch entschieden, ne? Also ein bisschen. Ja, also Team Lila hat sich jetzt dazu entschieden, da noch irgendwie so Zauberer, Hexenmeister mit reinzuziehen in die Geschichte. Ich bin ehrlich, hätte ich auch gemacht. Das ist ein Gelding. Und jetzt müssen die Lilanen ihre Authority auf 5 erhöhen. In 2 Seasons. Okay. So. Dann sind die Grünen dran, würde ich sagen. 30 Sekunden Zeit. Ja, Sophia. Sucht euch was auf, wofür ihr stehen möchtet, was ihr erfüllen möchtet. Korruption? Superfudge? What the fuck? Was ist das? Das muss selbst ich googeln. Subterfuge. Täuschung und Conspiracy? Verschwörung. Täuschung, Verschwörung und Korruption. Das ist actually irgendwie gefühlt dasselbe. Hier wird für Korruption gewotet. Ich sehe schon, die Leute haben Bock auf korrupt. Es wird korrupt. Es darf korrupt werden. Voting closed. So, es wurde korrupt. Korrupt bedeutet, ihr müsst erreichen, dass. So. Okay, du musst die Autorität von mir auf senken. Heißt, wir haben jetzt einmal Autorität hoch und einmal Autorität runter. Sehe ich richtig, ne? Ich glaube, die müssen ihre eigene Autorität... Ich glaube, die haben keine, weil links die Stats sind nicht Autorität. Ich glaube, es geht darum, mich quasi zu manipulieren, damit ihr eure Ziele erreicht. Läuft ja klasse. Ja, also es ist jetzt schon so ein Hin und Her. So, Team Rot ist dran. Der gute Leopold. Mal lieber. 30 Sekunden Zeit. Was wollt ihr? Das kann ja nur toll werden. Propaganda, Gunpowder. Oder die Moderne. Sehe ich richtig, ne? Also, Cheesepulver, Propaganda. Oder wollt ihr Fortschritt? Lol, good luck, ihr braucht unsere Gunst. Ich sehe das schon. Also, es wird ein Riesengemetzel zwischen euch, ne? Ja, natürlich Propaganda, das wundert mich. Das ist auch einfach wirklich, dass sie einstimmig, ne, das ist wirklich heftig. So, eure Ziele sind's damit. Stabilität lauern. Oh, okay, wir haben jetzt zwei, die an der Autorität rumschrauben müssen. Wir haben aber auch eine Person, die es einfach nur schaffen muss, die Stabilität um 2 zu senken. Um dann zu gewinnen. Das heißt, während ihr euch da vielleicht die Köpfe einhaut, hat Rot die Möglichkeit vorbeizuziehen. Ah, okay. Finde ich cool. Und ihr habt jede Season... Jackie macht einfach irgendwelche Angebote. Ja, ich sehe das schon. Hier wird verhandelt.
Am Ding erwarte ich Flaggen und Schwerter. Es wird gekämpft. Weißt du, der Balkon wird eine Arena. Zwei gehen ein, einer kommt raus. Wie bei Rust. Ja. Alles für Rust. Die Donnerkuppel. When you have a high, it will appear on the right of the page. Okay. King and the probably the nobles will vote for the next monarch. Those between two regions. Highest combined stats. Kann ich einfach rausfliegen? Könnt ihr mich einfach aus dem eigenen Spiel werfen? Sehe ich das richtig? Das weiß ich nicht. Raus mit ihm. Continue to the laws of the land. Okay, adopt a law. A law, ja, ja. Voting is run. Ah, okay, ich kann jetzt regeln. Ich kann jetzt Regeln reinjeten, damit ihr euer Voting quasi anders dargestellt bekommt. We do one law at a time and have a maximum of three laws to. Okay, es ist quasi so, das sind so meine Relikte, die ich noch reinpacken kann. Change their minds and vote a different option. Okay. Always vote the selected option. Vote the otherwise. Treasure geht runter. Vote the last. Machen einfach, Wir machen das mit rein. Weil es bedeutet im Prinzip, ihr könnt danach nochmal voten. Also das ist vielleicht für euch ganz interessant. Hell, Umhänge und Kills. Jetzt geht das nämlich schon los. Die einen kleiden sich so, die anderen kleiden sich so. Allein das wird schon End Season. So. Okay, wir haben jetzt bei jedem haben wir jetzt Aufgaben stehen. Sehe ich richtig, ne? Ereignisse. Bei Lila, bei mir. So. Okay, ein Shield. Sag mal, ist das eigentlich die Karte von hier Game of Thrones? Keine Ahnung. Wenn du mal rauszoomst. Ja, im Norden diese Eiswand und so, ja, das ist schon ziemlich akkurat. Ich würde sagen, ein Dieb. Ich würde sagen, wir entscheiden uns zusammen erstmal, was mit einem Dieb passiert. Thanos, was passiert ist? Okay, wir haben Justice. Micha hat Rico beklaut. Boah, Micha, das bedeutet Krieg. Den Glücksring der Familie. Team Rot kannst du doch nicht einfach beklauen. Also das ist wirklich frech. Jetzt Shepard's aber. Oh, Micha, hier mächtig angepisst. Ja, er hält es für Nonsens. Jetzt die Frage. Er wird hier des Clowns bezüchtigt. Schutzgeld, Krieg, hängen, ich seh schon, ihr seid on fire. Okay. After Cutthroat Dice Game. Nimm das, Hadi. Okay. Was für ein Lucky Bounty. Okay. So, ihr könnt noch nicht voten, das muss klar auf Start Vote. So, ich habe jetzt die Möglichkeit, unten die Vetos, ein Veto einzusetzen. Ich kann unten die eine Regel aktivieren, dass ihr quasi nochmal zu einer anderen Option wechseln könnt. The Monarch mark their preferred voting and gets one extra vote. Okay. Ach, ich kann selber voten, oder was? So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. So, das ist dieses Post Investigate. Diese Punkte sind die quasi, wo ihr sammeln müsst, um einen Putsch machen zu können, ne? Sehe ich richtig. So, wir haben hier Farming geht runter für euch. A new follower. Der Wort aber auch Resident. Auch kreativer Name, ey. Also meine Favorisierung ist ja immer will mal lecken und lass mal stecken. Willkommen, pflanz dich dazu. Wir sind übrigens gerade mitten im Game und am Worten. So, jetzt sehe ich gerade, die Stabilität geht runter. Wer hat Interesse? Die habt Interesse daran, runter zu machen. Jetzt sehe ich schon. Jüdische Autorität, irre ich mich nicht. Okay, warte, jetzt muss ich natürlich auch
Also Sir Schnitzel ist Sprecher unseres Clans, ja? Ist es so? Anscheinend ist das so. Ist das schon gewortet worden? Janky hat auch einfach jetzt angefangen. Mit irgendwelchen Leuten Deals einzugehen. Leute, Dabei repräsentiert er auch überhaupt nicht unseren Clan. Also ich möchte anmerken, ihr könnt jetzt voten. Die Stabilität geht hoch. Da gibt's einen Twist. Ich sehe, da gibt's einen Twist. Ey. Okay, Micha soll aktuell verhaftet werden. Okay, doch nicht. Okay, ihr sollt mit der Situation selber umgehen. Voting is close. 7 Stück. Wo war denn Lila hier, hä? Huh? Ja, gar nicht. Was sollen wir denn da? Ja, ich finde, ihr könntet auch mal euren Senf dazugeben. Ja, wir haben für was anderes gewotet. Parallel? Ja, wir durften doch alle voten. Da jetzt? Also ich hab jetzt. Also ihr habt jetzt bei dieser Abstimmung mitgewählt. Ja. Weil ich habe nur Ergebnisse von Rot und Grün gesehen. Ja, deswegen. Ja, für das Endergebnis. Lila hat alles für B gestimmt. Ach, das sieht das man einfach. Das hat auch nicht angezeigt. Nee, war nicht drin. Doch. Das wird angezeigt. Da stehen die Namen drunter. Bin ich blind? Ich hab's jetzt gerade bei mir nicht gesehen. Ja, aber ist ja auch Vam, will man ja gleich sehen. Wir haben für unser Ziel gewotet. Ach, ey, ich sehe schon. Die Farming geht runter dafür. Wenn die hier auf 0 sind bei einer Season, dann seid ihr raus, ne? Nicht richtig. Wenn eins von denen auf 0 ist. War das so? Keine Ahnung. Ich glaube eher. Ja, wir gucken einfach. Wir lassen uns da einfach reingrooven. Ja, Lila war alle B. Ach so, krass, ey. Ja, hochgegangen, wir müssen aber nach unten bringen. Hey, spielt ruhig gegeneinander, ist gar kein Problem. Ich sehe das schon, gleich haben wir so 3 Farben im Chat nur noch. Es ist so Blöcke einfach nur. Es wäre so praktisch, wenn wir einfach unsere Namen jetzt anpassen. Ja, das meine ich, ja. Mir zu nervig. Ich mach mich mal in Lila. So. Das Team Lila. Das ist wirklich praktisch. Lila, bei mir bin ich noch grün. Ja, bist du lila. Okay. Bist du lila. Schnitzel auch lila. Ja, Hanslik. Fühl ich. Grün. Ja, Don ist auch grün. Doch, Don, du bist grün. Rot oder tot. Janky nimmt einfach eine andere. Tu nicht so. So, ich würde sagen, wir gehen mal ins lila Gebiet. Zum Mosama-Shield. Im Herzen bleibe ich lila. Test, passt. What the fuck? Okay, ein Dämon ist aus dem Boden gekommen. Jemand ist gestorben. Oder ihr seid aus... Ach, oder ihr habt keine Capes mehr. Auch wirklich wichtig. Das ist so ein bisschen... Ja, doch, frage ich mir. Noch schlimmer als keine Capes mehr haben. Die Vampire stehen auf ihre Capes. Order of the Gossamer Shield. Oh, Baden? Das geht nicht. Lila und Grün haben jetzt akut auch gerade gar keinen Bock aufeinander, ne? Also da werden sich Vorwürfe an den Kopf geworfen. Also Lila wirft Grün vor, dass sie ein paar Füße zu viel in deren Territorium gesetzt haben. Frech von denen. Mhm. Und ihr Buttocks kicken, sehe ich das richtig? Buttocks kicken, Alter. Don's Char passt zu Don. Total. Okay, sie müssen eine kleine Erinnerung bekommen. Wir call es Chivalry. Chivalry. Jetzt wird gefetzt, Jungs. So, was haben wir denn hier?
Okay, soll das Schild zurück in den Ursprung versetzt werden? Die Order zurücknehmen? Mehr Security investieren? Die Order anheuern, um den Palast zu beschützen? Oder die Situation ignorieren? Wir sind einstimmig für Krieg. Ja, ich will mal sagen. Kann ich hier... Kann hier gar nichts, ne? Select Choice. Ah, guck mal, doch kann ich. Machen wir einfach nur mal das hier und testen wir. Wobei, warte mal. Nimm mir wieder Kohle weg, da hab ich keinen Bock drauf. Och, ich brauch doch mein Geld. Was? Die müssen runter, die müssen hoch. Stabilität muss hoch. Krieg die Stabilität irgendwie nach oben. Tendenziell. Runter. Ey, ihr wollt eh Fetzerei, da brauche ich gar nicht für stemmen. Ich brauche gar nicht drüber legen. Ja, 30 Sekunden Zeit, euch für Krieg zu entscheiden. Wirklich. Don. Ignoriert einfach die Situation. Military geht da schön noch hoch. Feins geht hoch. Autorität geht runter. Ich sehe das schon. Ich werde hier. Von grün werde ich hier mit der Autorität da. Da ist aber Interesse daran, dass die Autorität hochgeht. Mich aber Geld kostet. Wo kommen wir denn da hin? Sag mal. Sag mal. Also jedes Team hat auf jeden Fall... Ey, Team Grün ist einfach ein Vorteil. Die haben einen mehr. Ja, das ist total unfair. Mehr, das ist echt Schäbung! Ich verlange, dass das geändert wird und solange gehe ich pieseln. Das ist doch dumm. Das ist jedes Mal so, wenn einer mehr ist, dann haben alle anderen keine Chance. Ja, allerdings... Ja. Ich muss mal gucken gleich mit den Vetos und so. Dann muss ich damit arbeiten. Weil wenn ich dann Veto reinhaue, dann sind alle deren Stimmen einfach hops. Also wenn die sich nicht verteilen und ich hau ein Veto rein, dann ist die komplette grüne Front irrelevant. Beziehungsweise jeder andere auch. Ja, man bekehrt also passt. Ja, ist wie bei Dings, wie bei Empire, ne? Wolololo und dann geht das rund. Stehen für Korruption. Dafür stehe ich mit Korruption. Saskia, nicht A-voten. Ja, wir wissen, sag wo du mal wohnst. Das will ich hoffen. Viele, viele, viele von euch sind auf jeden Fall am Start schon. Ich will auch hoffen, dass ihr wisst, wo ich wohne. Militär geht hoch. Eieieiei. Defiance is now grumbling. Authority is now what? Dubious. Dubious. So, okay. Jenki hätte uns unterstützen müssen. Wo ist die Loyalität? Jenki ist die Trollalität. Das ist das Problem. Er geht immer für den Troll. So. Ja, er muss doch seine Frau unterstützen, Mensch. Ja, die geht aber die geht gleich in sein Zimmer und haut ihm eine. So. Wir reden mal auf eigenem Hofe. Redet mal mit dem Marschall hier jetzt einmal kurz. So. You need personal protection. Ja, dann müssen die Hauptmänner hier mal kommunizieren. Schnitzel und Jenki. Die Hauptmänner. Die Leader. Sind die Leader am Start? Dann müsst ihr besser kommunizieren, damit wir wissen, was wir voten müssen. These guards accounts. Okay, ich brauche Wachen da anscheinend. Muss ich größer schreiben. Caps Lock. Ganz großen Caps Lock. I have made my decision. Wo ist denn mein Hauptmann? Ist der im Lurk? Wer ist im Lurk? Wer ist denn dein Hauptmann? Schnitzel. Ach so. Don hat schon. Die haben schon eine Telegram-Gruppe. Die schicken sich gerade schon dubiose Mafia-Klamotten hin und her. Ja, wir vernichten erst Grün. Das ist okay. Oh, was brauche ich denn hier? I don't need... Brauche ich die Guard? The Eastern Knight, the Veteran of the Marsh. Hier ist 0, ne? Ist das gut, dass 0 ist? Nicht gut, ne? Ich möchte kein Geld ausgeben. Boah, anzulegen, das ist echt Erpressung. Ja, boah, das ist gemein. Das ist wirklich ein gutes Deal. Scheiße, jetzt steigt er auch direkt noch auf ein.
Oh, I'm willing to risk it. Let's go! Ich gehe für die Cocktails. Ich geh jetzt hier ohne Wachen durch, weil ich so massive gebaut bin, dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Aha. Oh, Cocktails und Pizza, ey. Scheiße. Entweder oder. Ganz ehrlich, irgendwann richten wir mal ein Ting aus. Es wird komplett von euch ausgerichtet. Food und Getränke. Ich sehe das schon. Das wird auch absolute Schlemmerei. Wer Team Rot hilft, dem mache ich am Ting die Tür auf. Ein anderen nicht. Buildings! Oh geil, man kann auch noch Häuser bauen. Es geht ja immer weiter in die Tiefe. Ich habe 2000 Gold. Ich habe das Gefühl, das Spiel kann auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Versteht mich nicht falsch. Wir werden die Runde safe heute nicht schaffen. Aber ich habe mega Bock, das mit euch nochmal oder weiterzumachen. Also ich finde, das müssen wir nächste Woche nochmal machen. Also das kann man wirklich mal vertiefen. Das ist ultra geil. Okay, ihr könnt jetzt Häuser platzieren. Mhm. Ihr könnt also auswählen, welches Haus ihr auch haben möchtet. Nobles can found with following commands. Okay, ihr könnt euch ein Haus aussuchen. Und wie viel ihr da reinbuttern wollt. Sehe ich richtig, ne? Ihr habt alle... rechts habt ihr Geld. Im Grün hatte keinen Bock, richtig viel Geld dabei zu haben. Müsst ihr wissen? Was ist das denn, die Shitchart? Boah, ey, das war wirklich... Hier nicht in Shitchart zu kommen, ist schwierig. Are you ready? Hit start. Okay. Die Auktion beginnt jetzt. Was müssen wir machen? Ich hab's noch nicht verstanden. Also, ihr könnt jetzt Buchstaben reinpacken und Geld und investiert quasi in ein Gebäude, was zusätzlich Stats gibt. Okay, Denki, was mache ich? D geht all in mit einem Monument für mehr Autorität. Die haben Bock, Autorität hochzupumpen. Also, Grün, meine Damen und Herren, ihr seid doch dafür, Autorität runterzupumpen. Ich meine ja nur. Da sind 2500 bei Lila gerade drin, ne? Ja, 1800 für F. 2,5. Ja, hier sind die ganzen Dings. Hier sind die ganzen Ebay-Buyer, ne? Ihr wartet, bis da nur noch eine Sekunde steht und da wird nochmal reingehustelt. Ich sehe das schon. Die Zahlen sind schon drin. Doch nicht. Wundert mich. Okay, es wurde... Ihr habt euch einfach komplett gegenseitig... Hat Rot gar nicht mitgewortet für irgendein anderes Gebäude? Doch, aber wir hatten dann nicht genug Punkte. Wir hatten, glaube ich, auch 2 irgendwas bei unserem Gebäude, was schien nicht funktioniert zu haben. Ich bin gespannt. Auch einfach, glaube ich, ein bisschen zu langsam. Manchmal. Ich bin enorm gespannt, wie das hinführt. Ich reagiere dann, wenn ich das im Stream sehe. Ja, du musst aber darauf hören, wenn ich es im Discord sage, ne? Ja, aber dann sehe ich ja noch nicht, was passiert. Eiangriffe. Mallorca! Haiangriffe auf Mallorca mit Ralf Möller. Proteine. You can't close my beach. Excuse me, warum soll ich den denn zumachen? Mach den doch nicht zu wegen ein paar Haien. Sag mal. Wir können den. Küsten, da ist zu viel Spaß im Wasser. So, ich bin nicht bei euch. Da geht meine Stabilität zwar ein bisschen runter. Ach scheiße, ich darf nicht auf 3 kommen, ne? Kackewurst. Wieso darfst du nicht auf 3 kommen? Weil Rot mit 3 gewinnt. Nee, wir haben unser jeweiliges, also wir haben ja unser... Ach, die Season ist durch, ne? Nee, also unser Ziel ist theoretisch erreicht. Lila hat das Ziel auch schon erreicht. Nur Grün hat das noch nicht. Es kommt jetzt aber drauf an, wie das dann am Ende der Season ist. Okay. So, den Beach open behalten. Ein Wok. Dieser Beach bleibt geschlossen. Das will ich ja gar nicht. Den will ich weg. Veto. So rum. Shut down the beach. Gar keinen Fall.
Grün wurde D. Oh, ey, grün ist. Also geht Lila auf A. 30 Sekunden, um mich zu entscheiden. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ich bin ehrlich. Ich bin Fan von der Idee, den Hai zur Attraktion zu machen. Gehe ich zu 100% mit. Hier wird aber auch. Ja, wild. Die wollen, dass der. Beat oben. 3-1 gegen. Nee. 4-3 gegen. Eieieiei. Beach Open. Sehr gut. Sehr gut. Hier wird nicht geschlossen. Der Beach wird nicht zugemacht. Ja, Suffer und Surfen ist super nah beieinander. Hallo. Pff. Touristen sollen alle gerne surfen. Suffer und Surfen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Egal, der Hai lebt. Ja, das stimmt. Ah, der Beach bleibt so, wie er ist. Es ist Sand im Haus. Aha. Sophia ist vom Strand verschwunden. Ist das richtig? Vom Hai gefressen. Hat sich zerlegt. Alter Falter, ihr wird ja richtig passiert. Okay. Hey, Sophia ist ja noch da, nur die ganzen Leute so vom Strand sind verschwunden. Ja, aber man muss auch einfach dazu sagen, selber schuld, ne? Also, hier ist ja durchs komplette Land ist ja das. Ist ein Voting gegangen, ne? Leute gehen trotzdem nach Australien und schwimmen da vor den Küsten. Das ist jetzt nicht unser Problem. Chief Tobi im Liquid? Der Flüssig-Tobi. Tobi, was machst du da drin? Tobi, was hängst du denn in dieser Murmel rum? Wie so eine traurige Schildkröte in einem Schlüsselanhänger. Oh, in einem Buffalo-Schuh. Oh. Tobi, möchtest du was essen? Okay, Tobi findet es nicht witzig, dass ich ihm Fischfutter angeboten habe. Das tut mir wirklich leid, Tobi. Okay, Tobi hat ein massives Problem. Warum hast du. Stimmt eigentlich, warum hast du einen Zauberer verarscht? Was soll denn das? Okay, wir haben die aktuelle Situation, dass der gute Tobi ein Fisch ist und er es nicht so witzig fand, dass ich ihm Fischfutter angeboten habe. So, ich habe eine Law reingemacht. After voting, nobles can change their minds and vote for a different option. Also ihr könnt quasi dann nochmal umswitchen nachher. So, Team Rot, alle auf Autori hoch. Der Schnitzel braucht uns. Start vote in 5, 4, 3, 2, 1. Denkt an, ihr könnt euren Wort noch umswitchen. Remember fine cheese and a bottle of wine. Okay, ihr wollt dem Nahrung zukommen lassen, sehe ich das richtig? Was zu saufen? Leute, ihr müsst voten. Let's go. Iiuiuiui. Ui, hier unten, D ist ja wirklich komplett durch die Decke gegangen. Wirklich gehofft. Der Zauberer würde dann sich rächen oder so. Das sind Intrigen, ne? Ich merke das schon. Ja,
Keiner hat gesagt, dass wir nicht mitsaufen dürfen. Absolutes Argument, das stimmt. Jetzt ist der Typ dann einfach nur besoffen und hat lauter Käsefürze am Start. Ja, der ist laktoseintolerant. Zauberhafte Käsefürze, muss man dazu sagen. Also das heißt, der Chief ist immer noch ein Fisch? Ja. Und der Zauberer ist besoffen und kackt sich die Seele aus dem Leib? Ja. Gut gemacht. Also ich merke schon, ihr wisst schon, ne? Die Chief ist hier der größte Gönner und ihr lasst ihn jetzt einfach in dieser Schwitzkugel rumhängen. Das ist ja gemein. Ich habe damit nichts zu tun. Ich wollte den verhaften lassen. Ich muss wieder abschieden, war nice, gerne wieder. Ey, für mich tatsächlich Ausländer. Schön, dass du so lange da warst. Das Game sehe ich auf jeden Fall in einer richtig langen Runde mal mit allen. Schön jeder ein Bierchen am Start und dann wird hier... Ey, wir können richtig all-in gehen mit dem Game, ne? Wir können auch im Discord, ne, mit verschiedenen Teams, wo ihr euch gegenseitig besprechen könnt und all so eine Thematik, ne? Ja, wir sitzen uns alle in Voice. Wir können da ein richtiges Event rausmachen. Finde ich eigentlich einen ziemlich geilen Take. Ich würde sagen, wie die Season, die lassen wir auch nochmal durchlaufen. Und dann machen wir bei dem Spiel beim nächsten Mal weiter. Schlicht und ergreifend, weil... Noch eine Season ist zu lang und ich muss definitiv auch ein bisschen früher ins Bett kommen heute. Ich habe so Probleme den ganzen Tag, ich bin so müde. Aber tatsächlich hat mich das so der wachste Moment. SpongeBob, einen wundervollen Abend. Für dich gilt übrigens auch. Erstmal, für alle, die noch da sind, Ausrufezeichen Loot reinballern. Hier nachhauen wir zwei Keys raus. Wir würden die Saison jetzt hier einmal beenden. Die können wir beim nächsten Mal einfach weiterspielen. Das ist kein Problem. Ihr joint dann quasi einfach wieder rein. Alles gut, alles cremig. Wir beenden die Season jetzt noch. Dann gibt es zwei Steam-Giveaways für euch. Dann drücke ich euch noch einen süßen Schmatzer auf die Stirn und schicke euch zu jemand anderem, der euch dann noch schön in den Schlaf schunkelt. Ist das ein Deal? Das ist doch ein Deal, oder? So, wir gucken mal eben hier. Also ich habe noch keine Verlobte gefunden, ist schon ein Jahr her. Obwohl, sind wir mal ehrlich, ich bin ein sexy Dude hier. Also, verstehe ich nicht. Siehst müde aus. Ja. Ja, ist ein bisschen müde. Er ist busy. Der Mann ist busy. Okay, der ist busy. Genau, Ausrufezeichen Loot. Chief, du machst es richtig. So. Auch, also dieses Spiel ist wirklich, das hat an wirklich vieles gedacht. Finde ich gut. Woman. So, jetzt wird hier schön einer rausgesendet, ne, WhatsApp-Nachricht in den Buschfunk, der Mann hat Bock. Und jetzt mal gucken, ob wir damit irgendwie mal jemanden eine andere Seite kriegen. Kurze Erklärung für mich, war das Sache. Also, du hast die Möglichkeit, also jetzt akut, ich weiß gar nicht, könnt ihr euch Ausrufezeichen join, geht das noch? Konnte Saskia denn jetzt noch mitmachen? Saskia ist wieder drin, ja. Ja, dann wird das jetzt auch noch gehen. Genau, dann tut mir mal einen Gefallen, ist es Ausrufezeichen Join nur oder muss man dahinter noch was machen? Ausrufezeichen Join und du kannst dann noch He, She oder They angeben, wenn du möchtest. Genau. Aber auch komplett ohne. Genau. Nichts angibst, ist es They. Ist, genau. Also wenn du Ausrufezeichen Join, dann wirst du automatisch einem dieser drei Häuser hier zugeordnet. Diese Häuser haben jeweils eine Aufgabe, die erfüllt werden muss. Hier, du siehst, Rot hat seine Aufgabe schon erfüllt. Die Aufgabe war, warte, es war hier gerade... Genau, du musst die Stabilität runterbringen in zwei Seasons, was geschafft wurde. Lila hat jetzt hier eine andere, die mussten meine, die musste hoch, und hier musste sie runter. Haben die hingekriegt und jetzt sind immer so Votings, die ihr quasi machen kannst. Und die Votings hast du mit Ausrufezeichen, Vote und dann Buchstabe, siehst du aber gleich. So, ich habe jetzt kurz der Mutter gesagt, wobei haben die genau, End Season, wir machen noch kurz in die nächste, gehen wir noch einmal rein. Nur fürs Verständnis dann. Und dann gibt's einen Key. Damit wir da auf jeden Fall auch. SpongeBob ist, ich sag's dir, das ist ein Spiel, wo man einen guten Abend mitfüllen kann. Bisschen schade ist noch für mich, dass es nur auf Englisch ist. Schlicht und ergreifend, mein Englisch ist nicht schlecht. Aber ich bin ehrlich, ich bin nicht so bewandert in allem möglichen Englisch, was mit Königshäusern zu tun hat oder sonst was. Keine Pizza mehr für Rot und Lila. Ach, scheiße. Okay. Pestia sieht übel cool aus.
Das ist ein Charakter. Oh, die sieht aus wie aus Slay the Spire, die Giftalte. Ja, bisschen. Aber so, also so, die noble Schwester von ihr, die nicht so mit Prügelei zu tun hat, finde ich übel gut. Mein Englisch ist einfach scheiße. Kein Problem, meins ist auch nicht großartig. Ich versuche das immer so ein bisschen zusammenzufassen, wenn irgendwie was Relevantes ist. Wenn mir das entgeht, haben wir immer noch Smin auf dem Ohr, die tausendmal besser Englisch kann als ich. Hier sind viele bei, die nicht mega krass Englisch können. Ich versuche es immer so ein bisschen in unsere Sprache und zu übersetzen. Also wir kommen da schon durch. Gemeinsam kriegen wir das hier geschaukelt. So. Die Lila hat nicht so viel Bock auf uns, sehe ich das richtig? Warte mal, ich habe jetzt keine Wachen, ne? Ist es so, dass diese Person mich töten soll? Maybe, wir werden sehen. Ich hab mich gerade dazu entschieden, keine Wachen zu haben, das war mir zu teuer. Ja, fand ich da schon dumm zu dem Zeitpunkt. Warum? Sparen. Für einen Apache-Kampfhubschrauber nachher, dann können die Wachen sich echt ficken gehen. Bienen? Don, ich habe jetzt noch mal eine Frage. Der König, ja, was ist mit seiner Frau? Kann die auch Pizza haben? Das ist eine gute Frage. Die Frau ist aber intim rot, möchte ich dazu anmerken. Wie sich alle gegen Grün aufwickeln. Ich kacke euch ins Fischglas, finde ich auch stark. Ich kacke euch. Ruhe auf den Plätzen. Ist das hart, ey. Schief, ich bring dir zum Fischglas mit. For the next stage of the scheme, the count must lower all religions combined farming to 14 or less in 4 seasons. What? Wir sind bei 12, also Ziel erreicht. Wo, alle zusammen müssen das sein, oder was? Farming? Ja, okay. Ja, all okay. Regions combined farming to 14 or less. Wir sind bei 12. Das ist ja gemein. Wir direkt gewonnen. Kann ich auch noch steuern? Oh. Steuern! Toll! Du Arsch! Das ist ja der Wahnsinn! So, ich sehe ja gerade, ich kann hier an den Steuerreglern rumregeln, ne? Also. Hat jemand tendenziell was dagegen? Ich gucke hier mal so rechts in die Liste, ne? Da ist Rot schon viel vertreten mit viel Geld auch. Was viel Geld zu holen. Ja, weil wir gut gehaushaltet haben, okay? Eat the rich, wir haben hier nicht irgendwie so schwachsinnige Gebäude, so ein Gefängnis oder so hingebaut. Wir haben das Geld aufgehoben. Wir bestechen euch mit Pizza. Okay, okay. Okay, balance and needs against mind change. Remember, if a region is higher than 10 rebel, okay. Oh, bubbles gain wealth with extra wealth with a trade bonus. Okay. Jetzt mach uns doch unsere Allianz jetzt nicht kaputt. Was ist los, Bruder? Wassersteuer, ich bin für grün. Okay, okay, Schnitzel. Schieß hier. Wie geht denn der Chat ab? Wenn ich hier einmal so mache. Bist du behindert? Okay. Okay. Entschuldigung. Schnitzel. Smil wird richtig sauer. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Commentex. Oh, guck mal, da gibt richtig Geld auch hoch, ne? Wealth. Lila muss hoch. Boah, Lila hat richtig auf den Sender gekriegt. Ich finde, Lila muss runter. Danke. Also ich finde, Lila muss auf jeden Fall runter. So. Warte mal, was hat denn Grün für eine Aufgabe? Okay. Ja doch, weil, guck mal, Lila ist richtig am, also klar, hier wird gut gehaushaltet, ne, und dann werde ich mal auf Confirm Texas klicken. Verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Hier Grün macht hier noch mehr Handel, kriegt noch mehr, muss weniger Steuer zahlen. Was soll das? Was haben die Roten hier getan? Die Roten haben einfach Geld, was ich möchte. Und die Lilanen haben zu wenig Geld, was ich nicht fair finde.
Und wisst ihr, was das Beste ist? Genau in dem Twist gehen wir jetzt auseinander. Blöde Kuh. Nein, wir machen noch einen, wir machen noch einen, wir machen noch einen, wir machen noch einen. Arschloch! 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 I'm gonna fuck you. Oh, ey. Doch, wir gehen jetzt hier, wir machen, da wo alle voten können. Ist doch, wo alle voten können, oder? Ah, ne, scheiße, das ist nicht. Wir machen gleich unten. Muss jetzt aber schlafen. Ey, wir machen das noch und dann gibt's das Giveaway. Dann gibt's das Giveaway. Ja, let's go. Get to meet them already and let's see. Kann die nicht mal sehen? Zeig her. SpongeBob! Sexy Beast? Aha. Das ist sexy, ne? Ist schon. Du bist. Dein Charakter ist hier gerade aufgetaucht als potenzielles Heiratsmaterial hier, ne? Chrissy, vielen lieben Dank für den Bit. Vielen lieben Dank für den Lurk. Und komm gut in die Falle. Ja, ey, absoluter Kandidat. Anslick! Ja, gut. Also versteht mich nicht falsch, ne? Die Kombination Glatze-Maske, die tut's jetzt tendenziell wenig für mich. So, erstmal ist es, die Frisur ist jetzt keine, wo ich direkt drauf anspringen würde. Aber wenn das Gesicht dazu passt, kann eine Glatze übel gerockt werden. Die Problematik, die ich hier sehe, ist Maske. Ach komm. Also. So eine Maske? Ey, warte, jetzt Don, jetzt kommt. Mütze, Glatze ist in Ordnung. Glatze, Maske ist nicht in Ordnung. Muss undercover bleiben. Ja, aber wo bleibt denn das? Wo bleibt denn das in den Haaren verkrallen und so weiter? Also, could be worse, but could be a lot. Rückenhaare. Oh, Gorilla Grip. Okay, wait a minute. Dann müssen wir nochmal nach. Ah, ey, komm, als Ding. Oh, eingepackt. Rein! Anarion hier. Süßes Lachen. Rein in die Tüte. Das ist gar keiner. Das ist ein Argument. Das ist ein absolut valides Argument hier. Da ist auch wirklich absolut. I have my decision. So, jetzt ist natürlich das Problem. Die Coast, jetzt bin ich natürlich ein bisschen blöd gewesen. March. Ich mir das natürlich. Hatten wir schon? Küste. Her mit der Küste. Ich sehe schon, her mit der Küste. Na, wen? Jetzt lass dich doch nicht vom Chat beeinflussen, Mensch. Ey. Geh in die Marschen. Marsch. So. Wer ist im Marsch? Die Barone sind im Marsch, glaube ich. So, East Coast, Marsch, genau. Es war rot. Wir sind verheiratet mit rot. Und ich für den Teil werde jetzt noch ein Giveaway raushauen. Wir rappen das hier jetzt einmal ab. Und machen beim nächsten Mal weiter. Ich finde es übertrieben geiles Konzept. Ich hoffe, ihr seid damit cool, dass mein Englisch jetzt vielleicht nicht das Beste ist und wir uns da so ein bisschen durchhangeln müssen. Aber ich denke, irgendwann, wenn man so den Vibe vom Game verstanden hat, da muss man auch nur das Wesentliche reden.